So, raus hier. 5 Tränke. Alles mau. Also wenn hinter einer der Türen gleich wirklich gewinne, ist damit ein Problem. Das ist wieder ein anderer Fahrstuhl. Hä? Ach so. Was? Nee. Also hier ist ein kleiner Fahrstuhl, der hochführt, auf der anderen Seite ist ein großer Fahrstuhl, der wieder runterführt. Oder umgekehrt. Aber da oben wird dann wahrscheinlich noch irgendwas anderes sein. Hm? Und hier haben wir noch einen langen Korridor. Die Wand da hinten sieht verdächtig aus. Da geht's tief runter. Nix. Nix. Nee, gut. Also es geht nur bei dem Leuchtfeuer da hinten die Treppe hoch. Was wieder so episch aussieht, als wenn es irgendwo hinführen würde, was wichtig ist. Also allein schon von der Architektur her. Du hast halt einen großen Aufgang. Dann hast du hier einen riesigen Saal. Dann hast du hier eine Balustrade, wo denn der Herrscher oben runter gucken könnte auf die Reinkommenden. Und da ist dann sein Gemach. Das Gemach von den Brüsten. Gucken wir mal. Und ja, es ist nicht schön, die Frau darauf zu degradieren, was ja ein Oberweit. Was zur Hölle? Ah. Hallo? Und ich knie sowas von nieder. Tochter? Hm. Dank des Herrschergefäßes kannst du via Leuchtfeuer teleportieren. Oh, sehr schön. Aber nur so eine kleine Sache. Es ist schön. Ich kann jetzt so viel Falsches sagen. Also das ist schon mal nicht die Frau von Gwyn, sondern die Tochter. Das heißt, ich habe schon ein bisschen weniger Skrupel, ihn umzubringen. Ja, obwohl, das ist eigentlich schlimmer. Egal. Anderer Punkt. Sie sieht hammergeil aus. Und sie ist riesig. Dann haben wir jetzt ein Gefäß bekommen, mit dem wir uns teleportieren können. Das ist auch super. Aber sie meinte gerade, seitdem ihr Vater sich verhüllt hat oder so ähnlich, hat sie unsere Ankunft erwartet. Das heißt, sie arbeitet mit der Handpuppe zusammen und will ihren eigenen Vater töten. Und dann sollen wir ihn ersetzen. Und jetzt wird's wieder komisch. Wegen den Brüsten. Ja, okay. Gucken wir, wo es hinführt. Sie sagt nichts vom Töten. Wir sollen nur in den Fußstapfen ihres Vaters wandeln. Ich knie nochmal nieder. Eid leisten. Ring der Sonnenprinzessin. Du hast einen Eid geleistet. May thou be one with the sunlight forevermore. Hm. Since the day father is full one. Okay, nichts Neues. Moment mal. Tretet an Vaters Stelle und ererbt das Feuer unserer Welt. Ja. Die Urschlange wird uns leiten. Now thou shalt
go forth, chosen undead. May thou be one. Ja, okay. Was für ein Ring war das? Verstärkt Wundersynergie? Dieser Ring wird allen verliehen, die mit Gwynevere, der Tochter von Fürst Gwyn und Königin der Sonne, einen Bund eingehen. Er verstärkt die Synergie der Wunder. Gwynevere, die Prinzessin des Sonnenlichts, verließ Anor Londo zusammen mit vielen anderen Gottheiten und wurde später die Frau des Flammengottes Flammen. Was? In was? Was? Ich hätte das Spiel auf Englisch spielen sollen. In welcher Vergangenheitsform ist das jetzt gemeint? Also spricht der Ring jetzt von ihrer Vergangenheit, dass sie mal mit Flammen verheiratet war? Oder weiß der Ring, wie der Zukunft von ihr werden wird? Das ist sehr verwirrend. Weil da wir ja einen Bund mit ihr eingehen, wenn ich das richtig verstanden habe, will sie später mit uns verheiratet sein. Das heißt, wir werden der Feuerfürst Flammen? Gott verdammt, ist das alles kompliziert. Ja. Okay. Aber das Wichtigste überhaupt, wir können jetzt zwischen den Leuchtfeuern reisen, wenn ich es richtig verstanden habe. Teleportieren. Oh ja, Tochter des Chaos, was? Nein. Feuerbannschrein. Ja. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das wird das Leben so viel einfacher machen. Unser Depressive ist weg. Ja. Also wirklich schön ist das hier nicht mehr. Das war immer meine Anlaufstelle. Weil wir hier halt angefangen haben. Und es ein sehr gutes Verbindungsstück ist. Aber Goldi ist weg. Der Depressive ist weg. Die Feuerhüterin ist tot. Wir können das Leuchtfeuer nicht mehr wirklich... Oh, warte. Können wir trotzdem teleportieren? Zurück? Nein. Ich kann von hier nicht wegteleportieren. Ja, das Einzige, was hier noch ist, ist ein Pyromant, wobei ich Pyromantie nicht so wirklich betreibe. Was ist da auf dem Boden? Oh, hallo, ich war gewartet, um dir zu sagen. Master Logan hat zurückgekehrt. Ja. Er sagt mir, dass er dich zu danken hat. Well, wir sind beide in dir. Er ist just over there. Er hat endlich mal was Neues gesagt. So, und du bist Großmeister Logan. Hallo da. Ich war expecting you. Man kann nichts sehen. I will share my... I'm afraid that you are on the basic framework, you see. It... Oh, do not fret. Life isn't all... Don't frown with regret. Peer forward. Ja, und er kann uns nichts beibringen, weil wir zu dumm sind. Also, wie gesagt, hier am Feuerbannschrein hält uns nicht so viel. Die Handpuppe ist hier, der Priester ist hier. Wobei wir seinem Eid nicht mehr folgen. Wir wollen lieber den Brüsten folgen. Oh, Miracle. Gegenstand kaufen. Rückkehr 18. Nö. Come again. Be affected. Oh, dieses Zähneknirschen von der Handpuppe. Oh, well, I'm pleased to see, as always. Ja, nichts Neues. Gesprächstechnisch. The Paramount is flying. Nein, 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 hör auf. Nein, 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 nein. Wait, friend. Where are you off to? Achso, nee. Das war geplant. So, Urschlange, was hast du für uns zu sagen? Heavens, you have done it. You have retrieved the Lord Vessel. After 1,000 years, it is you. It is really you. Was? Forgive me. I really should calm down. Mhm. Now, let us take that vessel on a journey. I assume that you are ready. Now, be still. Was? Oh. Fehlen die Worte. This is the Firelink Chamber for the successor of Lord Gwyn. Now, place the Lord Vessel on the altar.
ist groß. Aha, sehr schön. Wo war das? Und das? Das war hinter dem Lava-Dämon bestimmt. Das sieht so albern aus. Die Primordial Urschlange des Bösen. Und ihre Schnurrbarthaare hängen runter, weil der Kopf über von der Decke hängt. Was steht hier an der Wand? Durch Vorrichtung verschlossen. Herrschergefäß Seelen darbieten. Was machst du? Keine darbietbaren Fürstenseelen. Aufsteigen, verstärken. Okay. Nee. Komm, Schlange, hast du was zu sagen? Du hättest uns übrigens ruhig vorwarnen können, dass du uns aufisst und ausspuckst. Very well. As King Seeker, I shall now instruct you, the Lord's successor, in your next task. To achieve your fate, fill the vessel with powerful souls, commensurate to the great soul of Gwyn. Scarce few possess such brilliant souls. Grave Lord Nito, the Witch of Izalith, the four kings of New Londo, who inherited the shards of Gwyn's soul, and Lord Gwyn's former confidant, Seath the Scaleless. All of their souls are required to satiate the Lord Vessel. Are you ready? Then we shall return. Stay still for a moment. Nom. Ich hätte doch einfach mit dem Lord Vessel mich wegteleportieren können. Wackel, wackel, wackel. Okay. Also, wir müssen jetzt große Seelen finden und die dem Lord Vessel darbieten, auf dass es sich füllt und wir alle Flammen vereinigen. Wir müssen nicht Gwyn selber töten. Wir müssen nur in seine Fußstapfen treten. Gwyn selber wurde wohl schon getötet. Und die Scherben seiner Seelen wurden auf die vier Übel in Neulondo verteilt. Und nein, keine Sorge, ich laufe jetzt nicht wieder nach Neulondo. Wir können uns jetzt frei teleportieren. Das heißt, ich kann nach und nach die Sachen abgehen, die ich früher abgebrochen habe und dergleichen. Wir sollten aber erstmal stärker werden. Also wir brauchen viele Seelen. Sehr viele Seelen. Ich will erstmal die Rüstung hier richtig schön hochbringen. Hast du noch was zu sagen? Reden. The beings who possess these souls have outlived their usefulness or have chosen the path of the wicked. As the primordial serpent, I implore you to defeat them and claim their souls. Let there be no guilt. Let there be no vacillation. Also, er hier vor uns, die Urschlange, ist nicht böse. Also wir müssen uns freimachen von Vorurteilen. Er sieht nämlich ziemlich böse aus. Aber er behauptet von sich, nicht böse zu sein. Und die Seelen, die wir besorgen sollen, haben sich dem Bösen verschrieben. Das heißt, die einzig Guten, die wir bisher auf unserer Reise haben, ist er und Brüste. Gwinnewehr. So heißt übrigens auch die Frau von König Arthur. Ich glaube ja. Noch was?
Beings who possess these souls have outlived their useful as. Aha, da war noch ein kleines Detail. Also entweder haben sie sich dem Bösen verschrieben oder sie sind zu nichts mehr Nütze. Was auch eine sehr schöne Formulierung ist. Aber okay, teleportieren. Very well. Then